Hallo! Heute wollen wir mal ein Intelligenzspiel für Hunde testen. Das haben wir erst im Discounter erworben neulich. Ein Discounter für Kaffee, aber dort gibt es auch allerhand andere Geschichten. Offensichtlich auch Spielzeug für Hunde. Heute Abend gab es für meine beiden Testprobanden noch keinen Armbrot, damit sie ein bisschen aufmerksamer sind. Als Probanden haben sie heute freiwillig zur Verfügung gestellt Emma, eine Beagle-Dame, und Oscar. Ein Jack Russell Rüde, zu denen kommen wir gleich noch. Wir werden das jetzt erstmal bestücken mit allerlei Leckerlis, also mit ihrem bekannten Hundefutter. So, es wird schon sehnsüchtig drauf gewartet, den Futtereimer aufzumachen. Meine Süßen. Dann nehmen wir uns eine Schale Futter raus, was wir nachher bestücken können. Deckel wieder zu, meine Emma ist nämlich sehr schnell manchmal. So, wir sehen, das Spiel hat ein paar Scheiben, die hin und her geschoben werden können. Unter die Scheiben sind jeweils Vertiefungen, in die wir jetzt Leckerlis hineinpacken. So, hier ein bisschen Deckel zu. Hier auch ein bisschen. Ne, passt nicht ganz. Zu viel drin. So. Da ein bisschen was rein. Ah, nicht so gut. Zu viel drin. So. Schieben wir den auch noch beiseite. Machen da noch einen Krümel rein. So, den hatten wir schon befüllt. Gut. Denn zur Tat, die erste. So, am liebsten würden natürlich beide jetzt gerne drauf losstürmen. Aber damit es nicht zum Streit kommt, Oscar, warte hin. Oscar, warte hin. Warte. Ich würde sagen, Emma ist geduldiger. Wir fangen mit Oscar an. Oscar, komm zu. Oscar ist offensichtlich sehr clever. Den ersten hat er gleich gefunden. Haha. Er versucht, die Scheiben rauszubeißen. So. Na, irgendwann wird er schon mitkriegen, dass er die beiden schon leer gemacht hat. Ja, Nummer 3 gefunden. Und Nummer 4. Na, Oscar, das hat ja nicht lange gedauert. Mal gucken, ob noch was drin ist. War das gut? War das gut? Ja, fein hast du das gemacht. So, neue Runde. Nochmal befüllen, damit Emma auch was zu tun kriegt. So. Nummer 1. 2. Ein bisschen viel drin. So. 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 Ja, ja, ja. Schön warten. So, jetzt hast du. Ja, ist ja etwas rabiater als Oscar.
doch aufgehen. Die hat noch nie mitgekriegt, dass sie den ersten schon längst offen hat. Ah, aber jetzt. Hat sie auch gefunden. Bleibt noch eine. So, offensichtlich alle vier gefunden. Auch in kürzester Zeit. Also mein Fazit für dieses Spiel. Offensichtlich, meine Emma findet es ganz toll, da sie natürlich als Beagle prädestiniert ist dafür, immer für Fressen zu sein. Mein Oscar findet es natürlich auch ganz toll, weil er dann immer was suchen darf und irgendwo reinbeißen darf. Aber im Grunde kann man die Hunde damit schön beschäftigen. Sie können ein bisschen Sucharbeit leisten, was ja für Hunde, die normalerweise für die Jagd geeignet sind. Ein Jack Russell ist schließlich ein Jagdhund, genauso wie ein Beagle, der ein Meutehund ist. Sollte man denen auch was zu tun geben, damit sie nicht in der Wohnung versauern. Ist schon immer schön, wenn man sowieso mehr als einen Hund hat. Zwei Hunde machen sich da immer ganz gut. Ja, summa summarum. Leute, kauft euren Hunden Intelligenzspielzeug. Die haben echt was zu tun, die haben Spaß daran. Natürlich nicht den ganzen Tag die Dinger befüllen, sonst wären sie auch fett. Aber ein tolles Gerät.